Ja, Granada. Müssen was gut machen von Levante. Immer auch diese Ansagen, ne? Wir müssen wieder was gut machen. Haben wir auch schon so oft in der Saison gesagt. Aber so ist es halt leider, weil wir Spiele herschenken, die echt nicht sein müssen. Und deswegen, Granada wird einmal abgeschossen. Ich glaube sogar, hatten wir nicht fast genau das gleiche? Ah, oh, Ascone, du bist eine Maschine. Einfach guck mal, der ist seit 2 Monaten hier, spricht fließend Spanisch. Was ein Typ. Sehr stark. Hatten wir nicht in der Hinrunde schon das gleiche? Gegen Huesca, gegen Levante verloren und dann mussten wir wieder gut machen gegen Granada. Da gab es dann nur ein 2-1, aber ja, vielleicht diesmal ein, zwei Tore mehr gegen Tabellenletzten. Wir sind fit, also Olada ist fit, Tino noch nicht. Gegen Granada. So. Schotterbeck gesperrt. Heißt, Lukumbete mit Helander da. Sonst bleibt man draußen. Komplett neue IV. Olaza kann wieder ran. Kyo reicht noch nicht. 3 bis 6 Wochen noch. Aber Soria ist da ja ganz stabil im Moment hinten rechts. Eingescannt. Dann Torrientes ist gesperrt, das heißt San Emeterio. Ja, Garcia. Mal auf der 6. Mit Joaquin zusammen. Rechts außen Force. Justin Deal, Loftridge, Javier. Okay, beginnt für Deal trotzdem. Deal wissen wir ja. Nach einem guten Spiel hat er wieder ein schlechtes. Von daher nicht die beste Option. Toribio. Bin ich eigentlich ganz gab. Nehmen wir Melvin Barth mal mit. Ortosa mit auf die Bank. Ngari vielleicht für die 6. Dann, ach ne, San Emeterio hier. Deal. Gonzales Martin. So passt. So, los geht's, los geht's, los geht's. Olaza Garcia nicht ganz fit, aber ist schon. Gehen wir rein. Freunde, ich erwarte heute ein geiles Spiel. Ja? Dass das klar ist. Die Medien haben euch gelobt. Also zeugt den Respekt. Starke Heimbilanz. Fans. Ihre Mannschaft war vor dem Kasten in starker Verfassung. Torschießen macht Spaß. Erste Tor ist entscheidend. Richtig. Die letzten Spiele hat sich das echt bewahrheitet, ne? Na, schauen wir mal. Mit einer ganz neuen IV heute. Weil wir mit Helander eine Schütze brauchen. Und Lukumbete seine Chance bekommt mal wieder. Mal gucken, wie das läuft. Abschlag eingescannt. Bete, schießt da erstmal den Mitspieler an den Kopf, auch nicht schlecht. Granada übrigens in komplett grün. Ich weiß gar nicht, wie sie. Ey, in komplett grün wahrscheinlich, Digga. Blind ist auch noch der Trainer. Aber er hat keine Anspielmöglichkeit. Und will sich aber auch keine schaffen. Force, Joaquin, Garcia. Raus auf Soria. Soria geht vorbei, Flanke, Javier. Ungefährlich. Noch sehr, sehr wenig von uns. Und wir feuern sie mal an. Hat ja auch eine Zeit lang in der Saison immer ganz gut geklappt, wenn wir die Jungs angefeuert haben. Also, warum nicht? Wenn sie sehen, der Trainer ist heiß. Eigentlich auch immer ganz gut. Garcia jetzt in den Ballverlust war eigentlich eine schöne Idee. Aber schön ist nicht immer gut. Ist aber nicht der Javi Martinez, oder? Da auf der 6 bei denen. Gut aufgepasst von Engiscan. Und macht's gleich schnell über Helander. Olaza. Oh, Chucky ist gar nicht da.
Gut von Luke Mbete. Jetzt Schucki vielleicht. Treibt den Ball an, steckt den durch auf Ravier. Das ist halt Schwachsinn. Das ist halt Schwachsinn, der Schuss. So, ist es der Javi Martinez? Ach schon. Suso. Langer Ball auf Marasch. Also bei den Freistößen haben wir auch immer. Standards sind wir wirklich sehr, sehr schwach. Müssen wir im nächsten Jahr drauf achten. Ja, Chucky an den Pfosten. Warum nicht? Guter Abschluss mal. Erste gute Aktion von uns offensiv. Jetzt kriegt er wieder durchgesteckt. Chucky. Gibt die Ecke immerhin. Eckball-Tor ist auch schon wieder lang überfällig. Olaza. Pippe Luklär, da ist gar kein Platz für ein Tor. Acht Schüsse schon im ganzen Spiel, kein einziger aufs Tor. Spricht jetzt nicht unbedingt für die Offensiven. Ismaili. Mbete verschätzt sich. Antonin, aber Engelsgan ist da. Trotzdem bisher die IV steht. Edgar Garcia mit etwas Problemen auf der 6. Vor allem Erschöpfungsproblemen, wie es aussieht. Aber ganz, ganz schwache erste Halbzeit von uns. Nicht, dass wir jetzt nochmal einbrechen zum Saisonende. Olaza. Das ist Schwachsinn. Aber vielleicht über Force, über außen. Marcus Force geht vorbei. Ja, Flanke Javier. Schade. So. Irgendwie bei Standards kommen wir überhaupt nicht klar. Wir kriegen so viele Standardtore. Jetzt sehen wir hinten gegen Tabellen 17. 19. Tabellen vorletzten. Capucin. Zum Glück ist Angus Gunn da. So. Gut von Javier geklärt. Und da über Lovric. Ja, sehr schwache erste Halbzeit. Warte, hier. Wir müssen jetzt Favorit auftreten, wir ändern auch. Den Chucky 1 zurück. Wie mit einem Doppelsturm. Schlussstürmer Knipser. Boss und hier. Das sind die. Schauen wir mal. Der holt sich hier echt schon mal einen Ball. Sehr gut. Legt den durch auf Francisco Javier. Aber der lässt die Großchance liegen. Schade, Lovric komplett unterirdisch bisher, aber der ist immer für ein Tor oder eine Vorlage gut. Für nächstes Jahr müssen wir echt Standards trainieren. Das ist echt eine Katastrophe. Was wir da haben. Gut von Soria. Ah, guck mal, wir kommen ganz anders aus der Halbzeit. Sehr gut, Justin Deal. Ja, vielleicht dann mal den Ball abspielen. Okay, quer auf vor Kinn. Dies mag es Force ab. Okay, Ball raus. Soria nimmt den direkt. Okay.
Dir bringt den rein, Loftridge. Abschluss suchen. Ah, Jungs. Aber wir sind auf jeden Fall sehr, sehr am Drücker hier. Olaza wieder. Da gibt immer eine Ecke. Auch wenn die bei uns ungefährlich sind. Ich würde mal gerne wundern, wann unser letztes Eckballtor war. Kann man das irgendwo nachsehen? Wäre echt mal cool. Ich glaube in irgendeinem Testspiel. Abgesehen von Testspielen, bestimmt bei Derby. So. Fridge eigentlich auch ein Kandidat zum Auswechseln, muss man ehrlicherweise sagen. Wir feuern die Jungs nochmal an. Und schlagen Damen. Und dann geht's ganz schnell, weil wir nicht da sind, Pepe Lu. Zum Glück hat er zwei, nicht mal zwei linke Beine, der hat glaube ich zwei Hände als Fuß. Anders kann ich mir den Abschluss nicht erklären. Elanda, Olaza, Loftridge. Javier, geiler Ball für Marcus Force. Der macht die Dinger eigentlich, aber Damen fischt den raus. Überragend rausgeholt. Und Lapuzin mit der Konterchance. Ne, Justin Deal ist da. Kriegen wir den nochmal gefährlich vorne rein. Loftridge. Force, aber gutes Tackling von Marasch. Von Joaquin. Force. Abseits. So, wir wechseln jetzt. Loftridge kommt raus. Lucky ziehen wir eins vor. Force kommt über links. Und vorne rein kommt Desmond Martin. Um das Spiel zu drehen jetzt. Damen lässt sich jetzt schon Zeit. Da fängt das Zeitspiel an von Granada. Gut von Joaquin. Sofia. Soria. Das müssen wir mal teilen. Kommt vorbei. Ja, Flanke kommt. Da wird drüber. Bring dazu noch Melvin Barth. Links für Olaza. Als Kapitän ängstlich auf dem Feld zu stehen. Dann stimmt halt natürlich auch irgendwas nicht. So. Da stehen wir eh schon ganz offensiv. Komm schon, Jungs. Ich sage jetzt nichts mehr zu Ihnen, das setzt Sie, glaube ich, nur unter Druck. Doria, nochmal flach rein, Marcus Force, let's go. 1-1. Wichtig. Und jetzt das Spiel drehen. Pablo Soria wirklich in Topform. Da fehlt Javi Marquillo hinten rechts kein bisschen. Ganz, ganz stark, was Soria da abzieht. Das ist das, was ich eigentlich die ganze Zeit von ihm erwartet habe. Was ich die ganze Zeit von ihm wollte, dass er Marquillo da Druck macht. Und Javier bleibt hängen. Auch nicht sein Spiel, Leute. Und die Note sagt doch, ich sag nein. Wo kommt er denn her? Huertas und schiebt den vorbei. Ach du Scheiße. Aber der war doch abseits, Digga. Steht einfach ganz allein noch hinten drin. So, wir gehen sehr offensiv. Wir wollen natürlich das Tor. Ramos letzte Warnung. Ja, gut, hat noch nicht mal gelb. Soria macht schnell. Justin Deal, geh doch noch einen Schritt. Und zieh dann ab oder leg ihn nochmal quer. Seid doch schlau, Jungs. Marasch. Wer das? Pepelu, Stahl von Joaquin. Javier schickt Martin. Da ist aber keiner dabei. Was sind die? Martin, Joaquin. Wenn wir Bart nicht schießen. Ja, nein! Aber abseits. Aber wie kann man den denn direkt auf den Torwart bringen, Junge?
Und rein. Hier, schön raus auf Luke. Luke auf Marcus Force, schade. Er macht es zu genau. Ne, zu genau wäre drin. Na, noch 2 Minuten. Gibt's noch mal die Chance. Last Minute. Sorial, treibt noch mal an. Holt die letzten Kräfte raus. Das sind die in Ecke und das bringt uns halt gar nichts. Da wird auch schon das Highlight geskippt. So ungefährlich sind wir bei Ecken. Susso bringt ihn nochmal. Angus Gunn ist da. Schlag ihn nochmal ab. Javier gewinnt eh das Kopfballduell. Aber Martin passt nicht auf. Aber Kind nochmal mit taktischen Foul. Ein sehr schwaches 1-1, muss man da sagen. Na, Granada ist natürlich mit dem Unentschieden zufrieden. Sieht sich da? Gelb-rote Karte vielleicht mal angemessen? Ha? Ramos. Pippelu. Aber K. Und von Soria. Riesenspiel von ihm wieder. Oh, wir kriegen nochmal die Chance. Nee, Ref! Na gut. Er hat recht. 1-1. Wir haben ja auch nicht mehr verdient gehabt heute. 25 Schüsse, 9 aufs Tor. Soria sehr stark, Mbete gut, Helanda okay, Bart okay, Joaquin okay, Chucky stark, Diel stark, Forst stark, Javier, naja. Mortain, naja. Olaza war auch nicht so toll. Edgar Garcia war vielleicht ein Fehler da auf der 6. Und Lovric heute überhaupt nicht stattgefunden. Enttäuschend, dass wir nicht gewonnen haben. Ganz klar, aber richtig enttäuschend. War sicher nicht nur der Gegentreffer vor der Pause. Gut. Also Europa können wir uns wirklich verabschieden. Hat aber ja auch keiner mit gerechnet. Sind immer noch 15 Punkte weg vom Abstieg. Da sollte nichts anbrennen. Haben jetzt über eine Woche Zeit. Um uns, sag ich mal, zu erholen von dem Spiel. Und dann geht's erst wieder weiter. Gegen Santander. Habe ich gerade, wann das letzte Spiel ist, wann wir nicht getroffen haben. Kann sein, dass es gegen Real war? Ne, selbst da haben wir getroffen. Letzte Pflichtspiel, wo wir kein Tor gemacht haben. Alaves. Krass. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 12, 13, 14, 15, 16 Spiele in Folge, bisher immer mindestens ein Tor. Nicht schlecht. Und Javier ist gelb gesperrt im nächsten Spiel. Naja, gut. Espanyol gewinnt. Sociedad gewinnt gegen Atletico. Die mischen doch nochmal mit. Und Real gewinnt. Und setzt sich zumindest vorübergehend mal an die Tabellenspitze. Je nachdem, was Sevilla da dann macht. Und auch Valencia. Weil die ja nur. Na doch, die könnten auch vorbeiziehen. So, ach da, Valencia spielt doch nicht montags. Gegen Barcelona mit Unentschieden, auch Sevilla nur mit Unentschieden. Das heißt, Real bleibt mal an der Spitze. Ich habe gesagt, Real ist für mich dann doch der Favorit, dass die sich da dann doch nochmal durchsetzen. Wir werden sehen. Valladolid vermeldet Aufnahme neuer Jugendspieler. Alles klar. Schauen wir mal rein. Kenneth Steyard als Sechser, sieht sehr, sehr gut aus, beziehungsweise ZM. Juan Pablo Rodriguez, ebenfalls als Flügelspieler bzw. Stürmer. Riera sieht auch gut aus als Rechtsverteidiger, noch nicht ganz so weit aktuell. Rancic auch sehr gut links. Calvete auf der 10 ebenfalls sehr gut. Boah, das ist wirklich ein echt guter Youth Intake. Paco hinten links, Alonso rechts Mittelfeld, Tamás Matthys als Zehner, Äquatorial Guinea Aserbaidschan. Junge, was haben wir denn da alles dabei? Und dann kommen die, die vielleicht nicht ganz so toll sind, das sind die Spanischen. Die Ausländer sind die Guten. Sehr stark, nehmen wir natürlich alle unter Vertrag, aber das freut mich sehr. Die sind richtig gut.
Ja, wir haben jetzt leider noch nichts zu feiern. Das überlassen wir Sevilla mit dem Pokalsieg. Wir müssen jetzt gegen Santander den Sieg holen. Dass wir es uns selber nicht schwerer machen, als es sein muss. Danach dann auch gegen Cadiz, also quasi gegen die beiden Abstiegskandidaten, die am stärksten Abstiegsbedrohten im Moment. Müssen wir jetzt, ja, also zwei schwere Spiele jetzt, ne? Ganz klar. In der Phase der Saison. Ich sage es immer wieder, jeder, der mich kennt, weiß das. Das sind die ekligsten Spiele. Das Spiel, selbst wenn du gegen Bayern München spielst, die um die Meisterschaft spielen, die hier noch 6 Punkte Rückstand haben und das aufholen müssen. Selbst die Spiele sind einfacher als gegen einen, der akut abstiegsbedroht ist. Da werden sie zu Tieren alle. Ich sag's euch. In die Ecke getrieben, da wird gekämpft und gebissen und bis zum geht nicht mehr. So. Da hat selbst Schalke noch Punkte geholt. Nein, Spaß. Viertnest erst. Botero fit, Tino 45 fit. Schauen wir mal, wie wir das Ganze angehen. Ich glaube sogar mal lieber mit einem Doppelsturm. Ja, Javier fehlt jetzt eh, das heißt Force vorne rein. Gucken wir mal, wie wir es am besten spielen. Soria, klar, Olaza, klar. Hinnandan, bitte, war eigentlich ganz okay. Schlotterbeck ist aber ja auch wieder da. Ist vielleicht Hinnandan, Schlotterbeck mal eine Runde. Tortosa weiter auf Bank. Dann auf der 6 Joaquin wieder hier. Dann Emeterio mit rein. Brillantes mit auf die 6. Schuki auf der 10, ja. Lovric. Erstmal rechts Justin Deal. Dann links. Sobotero reinwerfen. Okay. Gegen Abstiegskandidat kann man das mal machen. Machen wir es. Lovric kommt natürlich mit auf die Bank. Garcia. Nee. Der bleibt erstmal ein Spiel draußen. Toribio kommt mit auf die Bank. Tortosa, Gari. Ne, Torrientes passt. Lovric, Martin. Okay, machen wir so. Ups, ist okay. Wir brauchen jetzt hier einen Sieg. Also, rein geht's. Die Änderung. Vielleicht nur das letzte Spiel, die wichtigste vielleicht. Kevin Schlotterbeck wieder dabei. Die schlechteste vielleicht. Javier gesperrt. Keine Ausreden, heute keinen Sieg zu holen. Ganz klar. Auf geht's. Linie 4-3-3. Ja, unser Mitaufsteiger, ne? Aber uns geht's deutlich besser als denen. Müssen wir jetzt aber auch zeigen, dass es so ist. Und uns nicht darauf ausruhen. Auf dem kleinen Platz in Santander. Oh, 9 Minuten bzw. 10 Minuten noch ohne nix. Nichts passiert. Nicht so schön. Freistoß, Celorio. Interessante Taktik und die funktioniert sogar fast. Kann man mal so machen. Okay. So, aber jetzt mal anfeuern. Ne, Maßregeln. Muss man auch mal direkt werden, wenn es so gar nicht läuft hier. Oh, Digga. Oh, Botero war kurz dazwischen, wir können den Ball aber nicht festmachen. Ah, auch Force wieder. Wir sind dran, aber wir kriegen den Ball nicht. Jetzt mal, Chucky. Force, Deal. Force aus der Distanz an die Latte. Eieieiei. Das ist eine gute Möglichkeit. Vielleicht sind wir jetzt wach. Vielleicht hat uns das aufgeweckt.
Soria schickt Chucky, geiler Ball. Chippt ihn nochmal in die Mitte, aber keiner da. Beziehungsweise nur Grüne. Grün-Weiße. Und die brauchen wir nicht. Laser. Ja. Joaquin Justin Deal bringt die Flanke rein. Nestor Botero. Let's go. Nestor Botero, die Maschine. Mit seinem Tor, so muss es sein. 1 zu 0. Und Vorlage Justin Deal. Freut mich. Für beide. Aber viel mehr passiert hier nicht. Ich glaube sogar fast ein Doppelsturm ist hier effektiver. Gegen die. Mit dem Ball können sie wahrscheinlich eh nichts anfangen. Machen wir jetzt auch mal. So, aber auf kontrolliert. Diszipliniert und ordentlicher Spielaufbau. Alte Abwürfe und trotzdem hochpressen. Aber nicht ganz so hoch. Wir lassen sie kurz anspielen. Gut. So, aber auch nicht Chucky geht vorne rein, sondern Nestor. Chucky von mir aus über links. So. Dann ab in die Kabine. Also. Ihr habt noch mehr drauf, auf jeden Fall. Markus Forst noch überhaupt nicht da, beispielsweise. Joaquin, Fede machen das Nötigste. Gucken wir mal weiter. Verliert den Ball an Ceballos. Zu einfach. Holt ihn sich aber zurück, aber halt nicht richtig. Da fehlt es dann wieder ein bisschen. Cedric raus auf Celorio. Gute Flanke, gut von Helander. Ceballos. Bringt den gut geklärt und jetzt Konterchance über Chucky. Boah, geiler Pass für Nestor Botero. Könnte sein, dass er leicht abseits war. Könnte sein, dass er leicht abseits war, aber es kam kein Pfiff. Von daher dürfte alles sauber sein. Sehr geil. Nestor Botero mit dem Doppelpack. Chucky mit einer traumhaften Vorlage. Boah, was ein Ball. Wie Pirlo. Chucky Pirlo. So muss es sein. 2-0. Sehr schön. Einwurf Soria mit Fede. 3-0 hinterher. Joaquin 3-0 hinterher. War es abseits? Ich glaube eigentlich sogar nicht, oder? Ja, ich glaube nicht. 3-0 Soria mal wieder mit der Vorlage. Sehr geil. Suki ist ein bisschen erschöpft, dann können wir wechseln. Marcus Force 1 zurück. Und hierfür kommt Desmond Martin ins Spiel. Und dann können wir auch vielleicht Toribio in Spielzeit geben. Und auch Gonzalez nochmal ein bisschen. Ein starker Nestor Botero kommt raus. Francisco Gonzalez kommt und Toribio. Da kann ich links spielen. Und da halt für rechts hinten. So. Sehr schön. Rechte Seite nochmal komplett durchgetauscht. Da dürfte jetzt eigentlich nichts mehr anbrennen. Wir haben aus sehr, sehr wenig sehr viel gemacht. Haben aber damit auch unseren Soll erfüllt. Und unserem Mitaufsteiger gezeigt, dass wir dann doch deutlich besser sind und auch in die Liga gehören. Im Gegensatz zu ihnen. Aber vielleicht kommen sie jetzt nochmal. Hoffentlich nicht. Wir schaffen es nicht zu Null zu spielen, ne? Wir schaffen es einfach nicht. Es geht nicht.
Wir müssen die Verteidigung in den Griff kriegen nächstes Jahr. Und jetzt auf einmal ist Santander da. Bayer, Soko, auf Celorio. Ach, reingeblockt. Cedric, Manu Sanchez, gut von Engiskan. Olaza. Lucas Force, Joaquin. Edel González, hier nimmt Toribio mit. Er hätte ihn schon reinspielen können, macht es ein bisschen später. Joaquin ab. Der hat den nicht an den Pfosten geschossen von da. Ach du Scheiße. Alter, das ist mit Martin. Den verpflichten wir lieber nicht. Uiuiui. Auch wieder die Eingewechselten leider überhaupt nichts geliefert. Toribio hat es gut gemacht, aber gerade die Offensiven in so einem Spiel, wo man hoffen kann, da steht eh 3-0, der Gegner macht nicht mehr viel. Hab noch ein bisschen Spaß im Spiel, aber selbst da hat es nicht gereicht. Olaza gut, Helander gut, Schlotterbeck gut, Toribio gut, Gunn gut, Joaquin stark, Sanemeterio gut. Die Jungs hier waren leider alle gar nichts. Gut, Deal war in Ordnung. Und Botero überragend, Soria überragend und Chucky ebenfalls, also sehr stark. War ein schöner Sieg. Kann man noch weitermachen gegen Cadiz jetzt. Ne? Kann man einfach den nächsten Sieg holen. Es sah nicht so gut aus, ne. Wenn man der Meinung, dass wir eine Chance hatten, ja klar. Wir wissen, was wir drauf haben. Es hilft natürlich, wenn wir. Nö, wir wissen, was wir drauf haben. Wir sind begeistert, ja. Ich bin froh, dass wir gewonnen haben. Auch wenn wir, wie gesagt, wir haben aus ganz, ganz wenig ganz viel gemacht. So muss es halt auch mal sein. Das muss man halt auch. Ja, das gehört auch zu einer guten Mannschaft. Nestor, überragend. Sehr schön. Und ja, Atletico gewinnt gegen Sevilla. Die erhalten den nächsten Dämpfer im Meisterschaftsrennen. Und auch Real. Es will mit gerade so knapp 2 Punkten pro Spiel. Das ist halt einfach eigentlich kein Meister. Eigentlich dürfte man es dieses Jahr nicht vergeben. Die lassen alle gegenseitig so viele Punkte liegen. Da sollte man die Meisterschaftsschale dieses Jahr vielleicht einfach an den, ja, an den Ehren, an ein Ehrenteam vergeben. Vielleicht an den besten Absteiger oder so. Levante gewinnt 3-1 gegen Alaves, Barça 1-1. Sociedad 1-1 lässt auch Punkte liegen. Real holt sich die Punkte wenigstens. Und Valencia kann jetzt nachziehen. Am Donnerstag, glaube ich. Ja, hoffen wir mal. Granada steht 9 in der Liga. Oh, Granada hat uns übertroffen. Jawohl. Wir sind nicht mehr die Schlechtesten. Das ist sehr gut. Das ist schon mal sehr gut. Und ja, den Rekord gebe ich tatsächlich auch ganz gerne ab. Ausnahmsweise. Aber die Saison ist noch nicht zu Ende. Wir können auch fleißig Karten sammeln. Wir geben uns sicher Mühe. Wie haben wir denn im Moment? Na, 83,6 noch. Okay. Ist nichts dazugekommen im letzten Spiel? Tatsächlich nicht. Na gut. So, und hier haben wir auch Valencia, die hinterherziehen gegen Huesca. Den nochmal einen Dämpfer hier verschaffen. Ja, ne? Das heißt, ne, wir haben noch nicht Valencia jetzt. Ja, stimmt, wir haben erstmal Cadiz. Schön den Tabellenletzten nochmal abschießen.
Kannst direkt weitergehen. Da sehe ich mich. An einem schönen Fußball-Samstag, wo man sich einfach mal sagt, ja, heute ficken wir den Tabellenletzten. Sorry. Sorry für meine Ausdrucksweise. Ich wollte nur zu erkennen geben, dass ich mich klar überlegen fühle. Okay, lassen wir das. Carmona glaubt an die Chance. Gary trippelt seltener, das ist sehr schön. Lobenswert. Gut, gegen Cadiz jetzt. Botero fit, Tino 45 fit, Marquillo reicht so nicht. Ist aber nicht schlimm. Den kriegen wir im Moment ganz gut vertreten. Vielleicht beginnen wir sogar mal mit Toribio. Mit Olaza, Helena Schotterbeck. Alter, Tosa soll wieder rein. Ist okay. Dann Emeterio Joaquin, okay. Passt. Nestor rechts, Chucky auf der 10. Javier wieder rein. Forst mal von der Bank, dafür Lovric. So, dann haben wir Forst mit dabei. Wir haben Deal mit dabei. Dino mit dabei. Edgar Garcia mit dabei. Dann haben wir ein paar, um auch zu rotieren. Luke und Bete vielleicht einen Einsatz geben. Oh, bei Soria nehmen wir dann doch nochmal hier mit. Gut. Ein Spiel, oder? Das geht. Toribio fehlt an Spielpraxis. Kriegt es schon hin. Gegen Cadiz. Kann man das von dem Jungen auch mal erwarten? Macht's wie beim letzten Mal. Okay. Wir versuchen natürlich an die Form anzuknüpfen, na klar. Heute. Komm, dumme Frage. War der Vorstand? Nö. Nee. Wir sind mit Team auf einem guten Weg. Wir haben gegen die ganzen Schlechten gespielt. Also ich glaube, diese Interviewfragen sind wirklich ziemlich random, ne? Leider. Chucky, Javier. Und langer Ball für Lovric, der holt ihn sich sogar. Joaquin im ersten Abschluss. Geht gut los. Doch, Huesca sollte vielleicht mal zu Huesca wechseln. Das wäre mal ein Transfer, den ich sehr, sehr wünschenswert fände. Oder Asa holt sich den Ball. Joaquin, Chucky. Lovric. Javier geblockt. Kurz von der Linie. Ja, Schnürkart ist da hinten ein, so wie es sein soll. Müssen nur halt hinten auch aufpassen. Okay. Deswegen schießt Kadis auch keine Tore. Schon weiß man da, Kapitän. Den kennen wir ja. Die Mata geil durchgesteckt. Riesenchance für Cadiz. Feuern die Jungs mal an. Bei 10 Grad in Valladolid. Ah, in Spanien dürfte es schon mal ein bisschen wärmer sein im April, ja? Aber der April macht, was er will. Ne? Da ist auch der Fußball nicht vorgefeit. Die Jungs ein bisschen sauer, dass wir sie angefeuert haben. Aber gut, Olaza. Wesker faustet weg. Mauro Junior möchte den Konter einleiten. Oh! Jokuşlu, den kenne ich noch. Der hat gegen uns ein Tor gemacht, Freundchen. Ne? So, jetzt muss er ihn schlagen. Nee. Ist weiter hinten raus. So, Chucky, gut aufgepasst. Geht schnell über Javier. Kriegt da jemand mitgenommen? Ja, Nestor Botero. Wen sonst? Nächstes Tor von dem Jungen. Ah, da verbeugt er sich vor den Fans. Richtig so. Überragend. Was macht der denn hier?
Bleiben Sie am Tor schießen. Boah, Toribio, geile Flanke für Javier. Schade. Jetzt noch das 2-0 vor der Pause, dann ist der Coach wieder beruhigt. Weil er halt auch weiß, was er da für Pappenheimer hat. Kuro. Aber einer für Olaza. Lovric geht's nach vorne. Spielt erstmal ruhig. Ist Tortosa nicht von Cadiz gekommen sogar? Ich glaube ja, ne? Kriegt er die Flanke hin da? Interessant. Aber. Oha! Oha, das wär's gewesen. Wär sehr wild. Wäre eine richtig geile Idee gewesen von Toribio. So, Tortosa kam. Ah ne, Las Palmas war das. Na gut, 1-0 Führung. Müssen wir in der zweiten Halbzeit nachlegen. Wir haben noch mehr drauf. Verteidigung. Super. Mittelfeld super. Sturm super. Einmal alle motiviert. Und rein geht's in Halbzeit 2. Bei Olaza habe ich langsam das Gefühl, bei ihm reicht es einfach im Alter mit der Kondition nicht mehr, kann es sein. Ja, bei dem geht die Ausdauer ganz schön runter. Er ist relativ schnell erschöpft. Rubio braucht da ein bisschen zu lang, um den Ball abzuspielen. Aber nichts draus passiert zum Glück. Oh, Botero, Fede. Joaquin gewinnt Kopfballduell auf Lovric. Ja, irgendwie, irgendwo, irgendwann haben wir das Tor auch gemacht in der 42. Minute. Ja, war ein bisschen durcheinander. War jetzt nicht unbedingt der Spielzug, den der Trainer sehen will. Aber er hat funktioniert. Und das ist doch die Hauptsache. Ryan Fraser, weiß ich nicht. Lovric schon einen guten Tackling gegen ihn. Der Pass Vincente. Und Toribio bringt da Angus Gunn ein bisschen in die Bredouille. Der war da komplett überfordert mit dem Ball. Gut von Tortosa, so muss es sein. Lovric, Olaza. Wesker schlägt den lang ab. Stark von Tortosa. Richtig gutes Spiel von ihm. Javier steckt den durch auf Chucky. Ah, Chucky vorbei, schade. Abschlag Wesker. Okay. Das Tackling gegen Javier. Lovric, Olaza. Botero per Kopf, warum nicht? So, jetzt wechseln wir dann auch das erste Mal Edgar Garcia. Ja, rein für Joaquin. Aber wir ziehen Chucky zurück. Edgar Garcia soll auf der 10 spielen. Der bringt da ein bisschen Verunsicherung, glaube ich, rein, wenn er auf der 6 spielt. Olaza auf Garcia, da ist er. Kriegt ihn auch wieder Abschluss. Nee, traut sich nicht. Lotterbeck chippt ihn rein. Christian Lovric gehalten gerade so. Lotterbeck hat ihn nochmal. Nächste Flanke.
Boah, Keeper fliegt vorbei, aber wir können es nicht ausnutzen. Ducouré, guter Pass auf Sean Weißmann. Weiser vorbei an Loftridge. Gute Flanke, aber nichts passiert. Olaza, geiler Steckball, aber einen kleinen Tick zu weit oder Javier ist schon zu erschöpft. Hier geht es jetzt aber auch wirklich Highlight auf Highlight. Offener Schlagabtausch gerade. Boah, ganz stark von Olaza, abgezockt. Und dann zieht er da nochmal einen Sprint an. Hier Chucky und der schickt Olaza nochmal. Der kann eigentlich nicht mehr, aber irgendwie geht es dann doch noch. Javier 3-0. Sehr schön. Spiel ist durch. Richtig, und jetzt können wir auch nochmal die nächsten Wechsel machen. Tino Schaloff? Nee. Lasa ist schon sehr erschöpft. Dann Luken Beete, theoretisch Linksverteidiger, ja. Wenn Luken Beete links hinten. Und Tino nochmal links vorne. Auf Nestor Botero durchspielen. Sehr schön. So möchte man es doch haben als Coach. Frühzeitig das Spiel entschieden, dass man dann einfach nochmal ein bisschen rotieren kann, ein bisschen anderen Spielern Spielpraxis geben kann und so weiter. So muss es doch sein. Chucky, Tino, durchgesteckt, Javier. Ah, lässt es leider liegen. Schade. Engiskan, Tortosa. Boah, an die Latte. Komm, heute mal zu Null, Jungs. Heute schaffen wir es mal zu Null. Bin zwar ziemlich erschöpft jetzt. Weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob Kadista jetzt so viel fitter ist. Mata nochmal, aber Engiskan ist da. Toribio gefällt mir echt gut, ne? Da hinten rechts. Der macht echt gute Spiele, wenn der reinkommt oder wenn er die Chance bekommt. Der ist echt einer für die Zukunft. Vielleicht den nächstes Jahr mal in die zweite Liga oder so verleihen. Damit Soria als Stamm planen und Makiwa als Backup. Und dann im Jahr drauf. Toribio ist Backup für Soria. Könnte gut sein. Ja, das war's. Sehr gut. 3-0 Sieg. Toribio, Schlotterbeck, Tosa überragend. Beta auch ganz gut reingekommen. Engiskan sehr stark zu 0 endlich mal. Sanemeterio, gutes Spiel. Chucky, okay. Garcia gut. Tino gut. Otero stark. Javier, Tor und Vorlage auch wieder überragend. Und Olaza sehr stark, Joaquin sehr stark und Loftridge auch sehr stark. So muss das sein. Ganz so, ganz genau so möchte ich das haben. Ja, dann warten wir mal ab, was am Sonntag so passiert. Wir haben die Überlegenheit auf jeden Fall in einen Sieg umgemünzt.
Komm, loben wir Javier nochmal. Und dann, wie gesagt, warten wir den Sonntag ab, was da so passiert. Santander mit einem 5 zu 0. Alter, haben sich da nochmal rausgeschossen. Und Alaves ist nochmal mit in den Abstiegskampf gezogen. Sevilla 5-1 gegen Athletic Bilbao. Real 2-2 nur. Und Barça gewinnt das direkte Duell gegen Atletico. Okay. Das heißt, Valencia kann Tabellenführer werden. Ja. Das heißt. So, Fortschritte bei Verfolgung der Vereinsziele begeistern Vorstand und zwar in der Liga etablieren. Ein Jahr früher als gedacht. Ja, Freunde, das schlimme zweite Jahr, ne, das schwierige zweite Jahr ist noch nicht angebrochen. Aber gut, schauen wir mal. Ein wohlhabender Gönner könnte den am Kauf interessiert sein. Okay, höre ich jetzt erstmal gerne. Aber warten wir erstmal ab, weil bisher haben wir seit 2 Jahren, hören wir hier, der Verein soll übernommen werden und noch ist nichts passiert. Wohlhabender Gönner. Am Ende kriegen wir so einen Katari, der uns jedes Jahr 300 Millionen zur Verfügung stellt. Dann wäre auch der Reiz irgendwie ein bisschen weg. Aber egal, wär auch cool, können wir es direkt in die Champions League schaffen. Vielleicht im nächsten Jahr Meister werden, wenn die Jungs sich da gegenseitig wieder so die Punkte wegnehmen. So, Sociedad zieht mit. Valencia übernimmt die Tabellenführung. Wir haben mal wieder einen neuen Spitzenreiter. 4 Teams, 4 Punkte Unterschied, 5 verbleibende Spiele. Jetzt zählt. Hassan. Hizem Hassan. Getroffen für Villarreal gegen Getafe. Ja, auch Getafe kann nochmal reinrutschen. Auch hier nach wie vor. Zwischen Platz 19 und ja, sagen wir mal Platz 14. 6 Teams. 5 Punkte, 5 Spiele. Uiuiui. Da ist ordentlich Spannung angesagt. Und auch hier ist noch nicht alles gegessen, was die internationalen Plätze angeht. Für Barca und Atletico reicht es wohl nur für die Euroleague. Huesca möchte da aber noch ein bisschen mitreden. Und vielleicht reicht es für einen sogar nur für die Conference League.